Привет, meine друзья. Wir sind hier auf Ski Island und gerade eben über so Steine gelaufen. Jetzt müssen wir da hoch und dann schauen wir mal weiter. Erstmal hier einpacken. Ja, sorry. Let's go up there. Okay. Wildes Russland. Sind da runtergelaufen. Jetzt laufen wir noch bis darüber. Keine Klettereinlage. Okay. Ich glaube, ich packe jetzt auch die Kamera wieder weg, weil es ist ein bisschen unhandlich. It's not easy to go with it. Naja, wir hoffen, dass es die Aussicht auch wert ist. Ja, wir sind jetzt hier ganz vorne angekommen, wo man... What is this? I don't know if this islands, but I don't know what they are. Okay. But they are islands. This is Ruski Island, is it? Yes, I think so. Und das Wasser ist so... Klar. Und von hier sind es nur 10,5 Meter zum Runterspringen. Also wenn man Bock hat. Das geht hier. Hier. Where is 29 Meter. 29. Yeah. Ah, okay. Ja, hier kann man mit 10,5 Meter springen und da drüben 29 Meter. Also, falls ihr mal Lust habt und im Sommer hier seid, wenn es ein bisschen wärmer ist, kann man gerne hier runterspringen. Also es ist sehr windig im Moment, weil Sommer ist hier August am wärmsten. Ja. Mal schauen. Jetzt sind wir hier ganz an dem vordersten Punkt und so sieht es hier aus. Jetzt werden wir, glaube ich, gleich wieder zurücklaufen und dann heute Abend ist da noch so ein Festival, wo auch gestern die Autos gefahren sind, das wir uns angucken werden, bevor ich dann im Zug weiterfahre. Ja. Echt schön hier. Aber man braucht ein Auto, um hierher zu kommen. Das muss man echt weit laufen. Aber kann man auf jeden Fall mal machen. Angeln. Aber im Sommer ist hier echt geil, wenn man mal schwimmen gehen kann, weil das sieht echt super klar aus. Also auch. Unter Wasser vielleicht. Jetzt kann man ein bisschen was gewonnen, aber egal. Und witzigerweise hat man hier auch sogar Handyempfang im Vergleich zu Deutschland.
Muss man ja nicht kein Handy empfangen. Wir gehen bitte hier. Naja, gucken wir mal weiter. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg. Jetzt sind wir am Anfang nicht lang gelaufen. Ein bisschen Wildnis noch. Ja. Yes. Yes. Da haben wir gepackt. Ja, jetzt sind wir gerade auf dem Rückweg und so jede zweite Straße sieht ungefähr so aus. Ein bisschen wackelig. Ja, aber das ist ganz normal hier, so sieht es überall aus. Einer der Hauptstraßen. Nein, das ist ein Feldweg. I said it's not the main road. I said like it's a small little path. Do you want a shit like you? No. I'm not cool enough. Yeah. What are we doing next? Fortress? Eagle's Nest. We will see. Okay, we will see. We will see where we go.